3. Oktober, Tag der Wiedervereinigung Deutschlands, kam ich auf die Idee, mal nach Oranienburg zu fahren. Das war ja bis dato für uns als Westberliner unerreichbar. Also ich sage mal, die USA lagen näher dran als Brandenburg. Und aus irgendeinem Sinneswandel beschloss ich, mit meiner Familie nach Sachsenhausen zu fahren, mir das Lager mal anzusehen, wo ich als Kind gewesen bin. Ich kann es nicht beschreiben, wieso. Ich ging mit meiner Familie durch dieses Lagertor hier vorne und bekam ein Gefühl von Erregung, fühlte mich total niedergeschlagen, bedrückt, weiß nicht wieso. Ich war den Tränen nahe und weiß nicht warum. Alexander Latozki, Jahrgang 48. Aufgewachsen in diesem Lager, zwischen tausenden Männern und Frauen. Zusammen mit mindestens 60 anderen Kindern, bewacht von der Roten Armee. Sachsenhausen. Bis 1945 ein nationalsozialistisches Konzentrationslager. 50.000 Menschen wurden hier ermordet. Die Rote Armee befreite die Überlebenden und internierte hier anschließend tausende Deutsche. Große und kleine Kriegsverbrecher sollten bestraft werden. Dokumentaraufnahmen vom Verhör eines Henkers sind überliefert. Können Sie uns erzählen, was hier im Lager geschehen ist? Ja. Erzählen Sie uns über die von Ihnen vollzogenen Erhängungen. Ich persönlich habe hier im Hof vom Zellenbau und auf dem Appellplatz öffentlich insgesamt 34 Menschen in Anwesenheit der Lagerführung erhängt. Wer hier von den Sowjets interniert wurde, hatte mit den Verbrechen in Sachsenhausen nicht unbedingt zu tun gehabt. Nur wenige Internierte hatten der Waffen-SS angehört. Nur ein Bruchteil der Internierten war in irgendeiner Form Ortsgruppenfunktionär der NSDAP gewesen. Jeder 10. Häftling war noch keine 20 Jahre alt. Häufigste Beschuldigung: feindliches Element. In einer Baracke waren nur Frauen mit kleinen Kindern. Zu ihnen gehörte damals Alexander Latozki. 50 Jahre später darf er das Lagerjournal von damals einsehen. Doch er sucht vergebens. Offiziell gab es ihn gar nicht. Nur der Name der Mutter ist verzeichnet. Sie war als angebliche Spionin interniert. Der eigentliche Hintergrund war aber wohl ein ganz anderer. Es begann damit, dass meine Mutter, ihre Mutter, also meine Großmutter, 1946 im Februar in der Wohnung, in der sie damals lebten in Berlin, tot vorfand. Und nach ihren Schilderungen lagen die beiden Russen, die sie erwürgten und vergewaltigten, noch betrunken in der Nähe. Sie hat das dann angezeigt, weil sie der Meinung war, der Krieg ist nun langsam zu Ende und jetzt müssen wir langsam herrschen wieder ordentliche Zeiten, und hat es angezeigt bei der Polizei. Und das wurde dann bearbeitet und sie selbst wurde dann im April 1946 von den Russen verhaftet. Ich habe vor einigen Jahren an das Amtsgericht oder Strafgericht Moabit geschrieben, nach diesen Akten gefragt, und die haben mir es bestätigt, dass es eine Akte darüber gab, über die Ermordung. Die wurde im März, Mitte März, von den Russen angefordert und ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Zu diesem Zeitpunkt war Alexanders Mutter 22 Jahre alt. Das Urteil: 15 Jahre Strafarbeitslager. Alexander Latozki hat das Schicksal seiner Mutter mühsam recherchiert. Der Briefwechsel dazu dauerte fast ein Jahr. Er stieß auf die Spuren einer Odyssee durch ostdeutsche Zuchthäuser.
Verurteilt wurde die junge Frau auf der Festung Torgau. Verhandlungssprache Russisch. Dauer der Verhandlung wenige Minuten. 1947 feierte sie hier ihren 22. Geburtstag. In Einzelhaft. Ein Jahr später war sie schwanger, meldete diesen Umstand der Gefängnisleitung und forderte eine bessere Verpflegung. Über mehr geben die Akten keine Auskunft. Es folgt die Verlegung nach Bautzen. Dort brachte sie am 18. April 1948 in einer Zelle einen Jungen zur Welt. Im Gefängnisjournal kein Eintrag. Alexander war nicht der einzige Säugling im Zuchthaus Bautzen. Im sogenannten gelben Elend erblickten weitere Kinder das Licht der Welt. Ich bin am 13.06.1948 in Bautzen geboren, und zwar im Zuchthaus. Meine Eltern haben da eingesessen. Auch Viktoria Simmen existierte offiziell nicht. Ich bin in keiner Krankenbank oder irgendwas geboren. Ich bin schlicht in einer dunklen Zelle geboren, auf der Erde, auf dem Strohsack. Wer nicht existierte, erhielt auch keine Verpflegung. Stillen konnte meine Mutter mich nicht, sie hat einfach keine Milch gehabt. Was meine Mutter mir erzählt hat, dass sie Brotrinde vorgekaut hat und mir das dann mit Speichel verdünnt quasi zugeschoben hat. Und dass die Geburt von mir mit Klopfen an Wasserrohre an meinen Vater weitergegeben wurde. Und er dann zurückgemorst hat, dieses Zeichen Victoria, also das Siegeszeichen, daher auch mein Name. Aufzeichnungen eines Gefängnisarztes über Mütter und Kinder existieren nicht. Auch im Sterberegister kein Hinweis. Man weiß ja auch nicht, ob die Geburt eher war oder ob ich eine frühe Geburt war oder irgendwas. Ich habe mit dem Roten Kreuz stehe ich ja in Verbindung, und da habe ich jetzt von den russischen Akten auch Unterlagen gekriegt. Und da steht ja zu meinem Gesundheitszustand, dass ich ständig die Stufe 2 und 3 hatte der Unterernährung. Also praktisch sehr schlecht, kaum lebensfähig war. Nach und nach verlegte die sowjetische Zuchthausverwaltung Mütter mit Kindern ins Speziallager Sachsenhausen. Ein möglicher Grund: dem Sterben in den lichtlosen Zellen sollte Einhalt geboten werden. Im Vergleich zu den Zuchthäusern boten die Internierungslager freizügigere Bedingungen. Die Kinder konnten wenigstens frische Luft atmen. Alexander war 3 Monate alt, als seine Mutter mit ihm das Lagertor passierte. Für die nächsten 2 Jahre war hier ihr Zuhause. Von den Internierten in Sachsenhausen gibt es nur wenige Bilddokumente. Zu ihnen gehören diese Aufnahmen der Füße, gedreht für einen Film über das nationalsozialistische Konzentrationslager. Bei ihrer Ankunft in Sachsenhausen machten die Mütter eine überraschende Entdeckung. Hier im Lager gab es schon Kinder, mindestens seit 1946. Zu ihnen gehörte Gerhard Kühn. Ich wurde im Oktober 1946 in den sowjetischen Speziallager Sachsenhausen bei Oranienburg geboren. Habe da die ersten 3,5 Jahre meiner Kindheit verbracht, bis dieses Jahr Lager 1950 im März aufgelöst worden ist. Dort ist meine Mutter und ich entlassen worden, wie viele andere Mütter mit ihren Kindern auch. Selber bei uns in der Familie wurde zu DDR-Zeiten über dieses Thema wenig gesprochen. Ich selber als Kind mit 3,5 Jahren oder die ersten 3,5 Jahre mich auch an Einzelheiten so gut wie gar nicht erinnern kann.
Und ich erst im Laufe der Jahre erfahren habe, was dieses Speziallager der sowjetischen Besatzungsmacht für ein Lager gewesen ist. Weil in meinen Geburtsurkunden, in meinen ganzen Unterlagen, durfte ja nie das Wort Sachsenhausen erwähnt worden, sondern steht immer nur Oranienburg drin. In Sachsenhausen lebten zeitweilig 2000 Frauen hinter Stacheldraht. Die Zahl der Männer war 20 Mal so groß. Immer wieder wurden Kinder geboren. Ich weiß, dass ich von Anfang an in dem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass ich in einem KZ, nannte meine Mutter es allerdings damals, inzwischen sagt man eben Speziallager, aber damals war dieser Ausdruck KZ noch sehr gebräuchlich, geboren war. Und dass es ein Gefangenenlager war und sie war dort eingesperrt. Und ich wurde dort geboren. 1948 verlegte die sowjetische Militäradministration alle Frauen aus Internierungslagern nach Sachsenhausen. Sachsenhausen war jetzt zentrales Lager für Frauen. Das Eintreffen von Kindern ist nur durch die Erinnerung von Mithäftlingen überliefert. Und ich habe da auch wieder nur Erlebnisse von anderen Frauen, von den Hoheneckerinnen. Und da sagte mir eine Frau, ich kann mich genau erinnern, das muss im November gewesen sein, es war draußen schon sehr kalt. Da ist in das Lager eine Frau eingeliefert worden. Und vorher sind die Leute wohl alle durch eine Quarantänebaracke gegangen, wo sie erst ein paar Tage sich aufgehalten haben, damit so ein bisschen untersucht worden sind nach ihren Krankheiten. Und da hat eine Frau eine Tasche hochgehalten und hat gesagt, hier ist es sehr kalt, es sind alles Eisblumen am Fenster. Ich habe hier einen Säugling in der Tasche. Was soll ich mit dem Kind machen? Und das ist aber die Sache, wo sich die Frau erinnerte, wo ich dann hingekommen bin in Sachsenhausen, das weiß ich auch nicht. Frauen mit Kindern wurden in Sachsenhausen in einer gesonderten Baracke untergebracht. Im Sommer 1948 verbesserte die Lagerleitung die Verpflegung für Mütter und Kinder. Sie gab Kleidung von Verstorbenen frei für die Herstellung von Kinderkleidung und Windeln. Zeitweise gab es warmes Wasser, doch die Lebensbedingungen blieben katastrophal. Aus ihren Erzählungen weiß ich, dass sie also mit 200 Frauen in einer Baracke war, dass sie also in drei Betten übereinander schliefen, eng zusammengepfercht, wenig Waschmöglichkeiten hatten, alles eng, schlechtes Essen, kaum Kleidung, also menschenunwürdige Zustände, Appell der Russen, Folterungen, Verhöre, Vergewaltigung, also das erwähnte sie schon, als ich etwas größer war, diese ganzen schlimmen Sachen, die dort auch passiert sind. Was in den Speziallagern passierte, sollte geheim bleiben. Alle Internierten mussten bei ihrer Entlassung eine Schweigeerklärung unterschreiben. Viele Mütter haben später nicht einmal ihren Kindern vom Ort und den Umständen ihrer Geburt erzählt. Alexander Latotzky ist es gelungen, mit einigen der Mütter von damals in Kontakt zu treten und ihre so lange verdrängten Erinnerungen zu sammeln. Bye. Wasserfahrer. Wir haben das Wasser. Ja, die ganze Nacht haben wir dann so gewartet und so. Wir haben dann immer so gehustet, um zu hören, ob wir was hören, ob er da ist. Oder mein Mann meinte, ob ich dann irgendwo da in der Nähe wäre. Und das doch, erscheint sie mir und sagt, ob ich das Kind adoptieren würde. Ich kam dann nach Sachsenhausen, das war am 7. Januar 1947. Ich trug noch immer die Sommerkleidung, die ich bei meiner Festnahme anhatte, jedenfalls soweit diese noch Bestand hatten. Der Transport nach Sachsenhausen führte mich durch West-Berlin. Durch die Fenster des Wagens konnte ich jedenfalls die Siegessäule und Teile des Tiergartens sehen. Abends kam ich dann in Sachsenhausen an. Im Beisein der Wachposten musste ich mich ganz nackt ausziehen und wurde gefilzt. Inzwischen war ich schon hochschwanger und das musste ihr wohl ganz besonders gefallen haben. Dann kam ich als Verurteilte in die zweite Zone, in eine Baracke, in der neben mir andere Frauen
und auch schon drei Mütter mit ihren Kindern schliefen. Das war am 13. Januar 1947. Hier wurde dann mein Kind geboren. Während der ganzen Zeit mussten die Krankenmänner, die zuvor den Raum in dem Raum gelegen hatten, draußen vor der Baracke in der eisigen Kälte warten. Und zwar so lange, bis mein Kind geboren war. Das war meine erste Entbindung und daher zog sich die Angelegenheit auch lange hin. Später erfuhr ich dann, dass einer der Männer während des Wartens gestorben ist. Nach der Entbindung durfte ich noch einige Tage in einem abgetrennten Raum der Krankenbaracke bleiben. Hier konnte ich vom Fenster direkt auf den Leichenkeller gegenüber sehen. Ich zählte täglich ca. 95 Leichen, die von dort in die Massengräber hinter dem Lager gekarrt wurden. In Sachsenhausen starben 12.000 Menschen an den Folgen von Hunger und Seuchen. Die meisten ohne eine konkrete Anklage zu erfahren. 1948 hatten die sowjetischen Behörden noch nicht einmal die Hälfte der Internierten abgeurteilt. Doch die Untersuchung der Kriegsverbrechen verlief trotz dringender Proteste des Lagerkommandanten weiterhin schleppend. Grund: zu wenig Personal. Spektakuläre Fälle wie die Verurteilung wirklicher Kriegsverbrecher gehörten längst der Vergangenheit an. Der Grund für die Verhaftung ihrer Mütter interessiert die Kinder von einst noch Jahrzehnte später. Anhaltspunkte für eine persönliche Schuld der Frauen sind die Ausnahme. Victoria Simmen hat recherchiert, dass ihre Mutter sich mitten im beginnenden Kalten Krieg zum Transport von Spionagematerial verleiten ließ. Das Urteil für Helga Hoffmann, so ihr Deckname, 25 Jahre Freiheitsentzug im Arbeitsbesserungslager. Ich vermute mal, dass der Name Helga Hoffmann auch dazu kam, dass sie mit dem Mann, den sie dann später geheiratet hat, zusammen halt Spionage betrieben hat. Und aus dem Grund auch verhaftet wurde. Und der Mann hat ihr im Lebtag kein Glück gebracht. Der Grund der Verhaftung ist folgender, den mir meine Mutter nachher, wo ich dann schon älter gewesen bin und mehr Verständnis fürs Leben hatte, ist eigentlich der gewesen, dass mein gebürtiger Vater im Zweiten Weltkrieg Panzerkommandant gewesen ist und diese Panzerfahrer eine schwarze Uniform trugen und man da angenommen hat, er ist bei der SS. Meine Mutter erzählte mir, dass es mit ihrem damaligen Ehemann zu tun hatte, der politisch sehr aktiv war und Parteiangehöriger. Und er selbst war zu dem Zeitpunkt verschwunden. Sie wusste also auch nicht, wo er sich aufhielt. Wo meine Mutter denn in Thüringen hinkam, um zu ihrem Mann zu fahren, hat man sie denn verhaftet. Wie gesagt, aus dem einfachen Grunde, weil er nicht auffindbar war. Sie wurde aus der Wohnung ihrer Eltern geholt von zwei Polizeioffizieren. Und sie dachte erst, sie würde irgendwas über ihren Mann erfahren, über den Verbleib ihres Mannes. Und sie wurde zur Polizei gebracht und dann in ein anderes Auto geladen und war in Sachsenhausen und wusste überhaupt nicht, warum, wieso, weshalb sie dort landete. In Sachsenhausen internierte die sowjetische Besatzungsmacht Menschen aus vielen Nationen. In einem speziellen Lagerjournal erfassten die Sowjets ihre eigenen Leute. Meist lautete der offizielle Haftgrund antisowjetische Propaganda. Der eigentliche Grund: sie hatten sich nicht erschossen, ehe sie in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten. Obwohl die Gefangenen streng nach Nationalität und Geschlecht getrennt wurden, fanden sie manchmal Wege zueinander. Es soll also eine Feier der Russen gewesen sein, wo die Frauen dann irgendwie dazukamen. Die kannten sich durch Arbeitseinsätze. Ich weiß also jetzt inzwischen, aber auch wieder aus den Unterlagen, die ich jetzt bekommen habe, dass mein Vater dort Leiter der Schusterei war. Und sie mussten Arbeitseinsatz dort gehabt haben und ihn auf die Art und Weise kennengelernt haben. Und bei einer Feier lernten sie sich dann näher kennen, ja, und auch lieben. Und sie beschrieb mir das schon so, dass ich also jetzt nicht so ein das Kind einer Vergewaltigung war, sondern wirklich aus einer Liebe entstanden bin. Die ersten Monate blieb die Schwangerschaft unerkannt.
Außerdem hatte Betty B. Glück. Sie wurde nicht gezwungen, den Namen des Vaters preiszugeben. In einer Krankenbaracke kam das Mädchen Felicitas zur Welt. Der Vater bekannte sich öffentlich zu seinem Kind. Er besuchte Mutter und Tochter in der Krankenbaracke. Der Preis dafür war hoch. Danach verlieren sich seine Lebensspuren in einem Gulag in der Sowjetunion. Im Spätherbst 1948 verfasste der Leiter der sowjetischen Internierungslager in Deutschland ein Rundschreiben an die Lagerkommandanten. Er verlangte eine Aufstellung über die Frauen mit Kindern und einen ausführlichen Bericht über deren Gesundheitszustand. Anschließend schrieb er nach Moskau und bat um die Genehmigung, die betreffenden Internierten sofort entlassen zu dürfen. Er erhielt keine Antwort. Auf telefonische Nachfrage in Moskau hieß es, es sei nicht der richtige Zeitpunkt für einen solchen Gnadenakt. Im Januar 1950 entschied die sowjetische Regierung, alle ostdeutschen Lager mit knapp 30.000 Internierten aufzulösen. Jetzt sollten die Gefangenen aufgepäppelt und entlassen werden. Mein erstes Obst, was ich hatte, bekam, war gewesen zur Entlassung im März, wo dieses Lager aufgelöst worden ist, war, dass ich mit 3,5 Jahren meinen ersten Apfel gegessen hatte. Das sind so Erinnerungen, Sachen, die man dann nicht vergisst. Und diesen Apfel hatte ich damals von einem russischen Soldat, der vielleicht Mitleid hatte oder eventuell gesehen hat, welches Unleid dort in diesem Lager passiert ist, weshalb Leute dort einsitzen mussten, die nur rein auf Willkür oder auf irgendwelchen Verdacht hin inhaftiert worden sind und gar nichts damit zu tun hatten. Der hatte vielleicht mit mir Mitleid und hat mir diesen ersten Apfel, das erste Obst, was ich mit 3,5 Jahren genießen konnte, mir geschenkt. Sachsenhausen wurde, wie auch alle anderen sowjetischen Internierungslager in der DDR, ab Februar 1950 aufgelöst. Bis dahin hatten 160.000 Deutsche diese Lager passiert. 43.000 kehrten nicht nach Hause zurück. Manche der Entlassenen ließen die Erfahrungen der Lagerhaft ohne Bitterkeit hinter sich. Sie hat aber hinterher immer gesagt, also erstens mal, sie hatte kein Feindbild, was ja hier auch politisch sehr verbreitet war. Sie hat immer gesagt, Politik ist eine Sache, aber die Menschen sind die andere Sache. Und Menschen unter bestimmten Bedingungen machen eben leider schlimme Sachen, egal welche Nationalität sie haben. Und sie konnte irgendwie mit diesen Sachen umgehen und hat sich in allen Situationen immer irgendwas Hoffnungsvolles, Lebenswertes rausgesucht. Und hat auch später gesagt, es war schlimm, aber ich habe es überlebt, ich habe es überstanden. Ganz viele haben es nicht geschafft. Und ich hatte immer den Willen, es zu schaffen. Und mir fällt dabei ein Leitspruch ein, den sie mir dann auch später so weitergegeben hat von ihrem Vater, der auch eigentlich viele schwere Sachen in seinem Leben erlebt hat. Und der hat immer zu ihr gesagt, eine Palme biegt sich im Wind bis zum Boden, aber sie bricht nie. Nicht alle Internierten konnten Sachsenhausen in Richtung Heimat verlassen. Die DDR-Behörden hatten Weisung, alle Verurteilten mit hohen Haftstrafen in den DDR-Strafvollzug zu übernehmen. Dieses Schicksal betraf 1190 Frauen. Als das Lager 1950 aufgelöst wurde, hoffte ich natürlich genau wie alle anderen endlich frei zu kommen. Als Verurteilte wurde ich aber, wie fast alle SMT-Verurteilten, nicht in die Freiheit entlassen, sondern kam nach Hoheneck. Das lief so ab, dass alle Frauen im eiskalten Februar zu Fuß mit den Kindern von Sachsenhausen über die Felder zur Bahn getrieben wurden. In Viehwaggons auf nacktem Stroh liegen, ging die Fahrt einen Tag lang bis nach Hoheneck. Wir hatten Angst, denn keiner wusste, wohin es mit uns geht. Wir wussten ja auch von früheren Transporten, die nach Russland gegangen waren. Und davor fürchteten wir uns besonders. Reiseziel? Das Frauengefängnis Hoheneck in Sachsen. Die Anstalt war eigentlich für 500 Häftlinge ausgelegt. Jetzt schlief man zu zweit und zu dritt auf einer Pritsche. Dazwischen mindestens 30 Kinder. In den ersten Wochen gab es 4 Entbindungen.
Noch im Februar 1950 reagierte die Anstaltsleitung in Hoheneck. Sie befahl alle Mütter zu einer gründlichen Untersuchung der Kinder. Während die Frauen vor dem Untersuchungszimmer warteten, trug man die 30 Kinder aus dem Gefängnis und verteilte sie auf diverse DDR-Kinderheime. Welche das genau waren, ist bis heute unbekannt. Die Spuren dieser Kinder wurden bewusst verwischt. Mindestens 5 Kinder wurden in diesem Haus in Leipzig-Naunhof untergebracht. Zu ihnen gehörte auch Alexander Latozki. 1999 fand er bei seiner Spurensuche eine ehemalige Erzieherin. Das ist als normales Säuglingsheim damals 1950 gebaut worden, also eingerichtet worden. Nach den neuesten Möglichkeiten, damals war ja 5 Jahre nach dem Krieg. Ja. Und das sollte ein Säuglingsdauerheim werden und für Kleinkinder bis 3 Jahre. Bevor die Kinder aus Hoheneck hierher kamen, wurde das Heim leer fotografiert. Und da hieß es dann eines Tages, wir kriegen 5 Kinder, mit einmal 5 Kinder, die kommen aus dem Gefängnis oder woher. Von ihren Muttis sind sie weggenommen worden. Das wussten wir. Das wussten sie. Das wussten wir, ja. Mhm. Aber wie es so war, es hat keiner danach gefragt. Ja. Woher sie eigentlich kamen, wussten den Ort nicht. Also ich zumindest nicht. Ich weiß es nicht, ob es die Heimleiterin wusste, aber ich glaube es auch nicht. Genutzt wurden die 2 Etagen des Hauses und das Dachgeschoss. Dort schliefen die Größeren. Dieses offizielle Gruppenfoto erhielten die Mütter im Gefängnis. Da habe ich das eine Bild. Das hier. Da habe ich nämlich jetzt hinten drauf. Da habe ich geschrieben, unsere neuen Großen im Spätsommer 50. Spätsommer 50. Das sind die 5 Kinder, die beiden hier nicht, der Wolfgang und die Thea nicht, die waren schon da. Mhm. Aber die gehörten dann zu der großen Gruppe. Das haben sie auch, ja. Mhm. Da. Hier sind die Ostereier, werden hier gesucht, hier steht der ganze. Im Fotoalbum der Kindergärtnerin entdeckt Alexander Fotos, von denen er nicht einmal ahnte, dass es sie gibt. Er als kleiner Junge. Beim Spielen und beim Waschen im Kinderheim. Mhm. Und? Tja, da haben wir natürlich auch die Kirschblüte fotografiert. Doch in Leipzig-Naunhof waren nur 5 der 30 Kinder aus Hoheneck. Es gibt ja keine Unterlagen mehr aus dieser Zeit. Also auch hier in Naunhof sind ja die Unterlagen vernichtet worden. In den 60er Jahren. Ja, wie Sie sagen, das weiß ich. Ja, das hatten Sie ja Bürgermeister sogar schriftlich gegeben. Ja. Deswegen bleibt für mich jetzt auch natürlich die Frage, wo sind die anderen Kinder geblieben? Die müssen dann in andere Heime gekommen sein. Aber das kann ich Ihnen nicht. Wissen Sie auch nicht. Das weiß ich nicht. Nein. Es hätte ja sein können, dass Sie Kontakt zu anderen Heimen hatten. Ich sage ja, es ist ja nicht darüber gesprochen worden. Diese Fotos wurden von der Volkspolizei in Auftrag gegeben und als Lebensbeweis nach Hoheneck geschickt. Registriert waren die Kinder wie ihre Mütter. Mit der gleichen Häftlingsnummer, notiert auf der Rückseite dieses Fotos. Alexander lebte 6 Jahre im Heim, bis zum Jahr 1957. Eines Tages im Januar wurde mir gesagt, morgen kommst du nach Hause. Etwas verwirrt, weil zu Hause war ja da, wo ich eigentlich war. Ich wurde an die Hand genommen, wurde nach oben gezerrt. Da habe ich nur mich noch umgedreht und habe eine Frau gesehen, mit einem langen Mantel und 2 oder 3 Uniformierte. Ich meine, es waren 3. Ich wurde gebadet unter der Woche, was auch ungewöhnlich war. Dann musste ich mit in das Büro noch von dieser Erzieherin. Meine Mutter war drin, also damals die Frau. Für mich, Mutter war für mich gar kein Begriff. Ich bekam einen Trainingsanzug, einen kleinen Rucksack. Stempel hin, Stempel her, Mantel an, raus in ein Auto. Und dann hieß es halt, ja, deine Mutter und ihr fahrt zur Grenze. Viktorias Mutter wollte nicht in der DDR bleiben, wie die meisten aus Hoheneck entlassenen Frauen.
Im Osten hatten sie Angst vor neuer Verfolgung. Im Durchgangslager Friedland erhielt Viktorias Mutter erstmals amtliche Dokumente für die Tochter. Die Zeitungen berichteten darüber. Doch bei aller Euphorie, Mutter und Tochter blieben einander fremd. Man fand nie wieder zueinander. Alexanders Mutter war nach der Entlassung nach West-Berlin gezogen und hatte von dort aus ihren Sohn gesucht. Lange verweigerte die DDR jede Auskunft. Schließlich durfte eine Tante das Kind übernehmen. Die DDR übergab den Jungen ohne ein einziges Dokument. So kam Alexander an einem Februartag des Jahres 1957 in Ost-Berlin an. Die Tante brachte ihn zur Mutter in den Westen. Und Bahnhof Friedenau hat eine lange Treppe, die nach unten führt. Und als ich so über die Treppenkante kam, kam eine kleine Frau, meine Mutter war 1,40 nur groß, im braunen Ledermantel die Treppe hochgerast. Ich habe mein Leben noch nie jemanden gesehen, der so schnell rannte. Stürzte auf mich zu und sagte, sie wäre meine Mutter. Ursula Hoffmann war inzwischen 32 Jahre alt. Auf einem Westberliner Standesamt erklärte sie eidesstattlich die Geburt ihres Sohnes. Im Juli 1957 stellten die Behörden eine vorläufige Bescheinigung für den mittlerweile 9-jährigen Alexander aus, anstelle einer Geburtsurkunde. Im ersten Jahr nach dem Wiedersehen war Alexander viel krank. So war er der Mutter am nächsten und bekam all die Zuwendung, die ihm so lange fehlte. Mutter und Sohn interessierte die Vergangenheit nicht. Sie war der Albtraum. Ihn wollten sie abschütteln. Also ich denke mir, es war sehr gut von ihr, mir so wenig wie möglich zu erzählen, obwohl ich sicherlich heute im Nachhinein gerne mehr wissen würde. Aber damals war es absolut richtig. Das Einzige, was ich hier wollte, als ich im Westen kam, ich wollte ganz schnell ein ganz normales Kind sein, wie alle anderen auch. Ich wollte von niemandem irgendwelches Mitleid haben, ach du armes Kindchen und so. Ich wollte einfach ganz normal sein, von meinen Freunden als Gleichwertiger akzeptiert werden. Und das habe ich auch recht schnell geschafft. Also ich habe meinen sächsischen Dialekt ganz schnell abgelegt. Der war am Anfang ja fürchterlich, wie man mir sagte. Ich habe auch schnell gelernt, meine Eltern mit du anzureden. Bis dahin waren Erwachsene immer Respektspersonen, die man mit sie anzusprechen hatte. Das war meiner Mutter fürchterlich peinlich, wenn ich sie in der Öffentlichkeit gesiezt habe am Anfang. Also ich habe mich ganz schnell angepasst. Und ich denke, dass ich auch erst jetzt mit Abstand der Jahre die Kraft habe, überhaupt darüber zu recherchieren. Auch mit dem Abstand der Jahre. Sachsenhausen ist ein Albtraum. Für alle, die hier jemals waren, vor 1945 und danach. Am schlimmsten muss es für Kinder gewesen sein. Die Nazis missbrauchten 6- und 10-Jährige für medizinische Experimente. Die sowjetische Besatzungsmacht wollte diese Verbrechen sühnen und hielt Jugendliche ab 12 Jahren für schuldfähig. Alexander Latozki hat inzwischen die Suche nach den Kindern von Sachsenhausen zu seinem Beruf gemacht. Das Lager von einst, verschwommene Kindheitserinnerung, ist so Gegenwart. Im Archiv liest und vergleicht Alexander Latozki Akten, für die sich bisher kein Historiker interessiert hat. Ob Kinder, die auf diesen Fotos zu sehen sind, zur Adoption freigegeben wurden, konnte bis heute nicht geklärt werden. Nicht einmal die Namen aller Kinder konnten ermittelt werden. Nahezu alle Unterlagen, die diese Kinder betreffen, wurden von den DDR-Behörden bewusst vernichtet. Nach jahrelanger Suche gelang es Alexander, wenigstens einen Teil der ehemaligen Kinder ausfindig zu machen. 1999 gab es ein Treffen in Sachsenhausen. Nicht jeder kam gern hierher. Nicht jeder wollte konfrontiert werden mit den Details seiner Kindheit hinter Stacheldraht. Die wenigsten können sich aneinander erinnern.
Und so erzählt jeder, was er von seiner Kindheit weiß oder in Erfahrung bringen konnte. Die vielleicht aufregendste Geschichte hatte Alexander zu berichten. Beim Suchdienst des Roten Kreuzes waren Akten aus sowjetischen Archiven aufgetaucht. Darin war neben dem Namen von Alexanders Mutter erstmals auch seine Geburt verzeichnet. Auf dem unteren Blattrand eine handschriftliche Notiz. Sie ist die erste Spur zu einem Vater. Sergeant Brutschkowski, verurteilt zu 6 Jahren Lager wegen Liebe zu einer Inhaftierten. Alexander hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewagt, an seinen Vater zu denken. Nun wollte er ihn in Russland suchen. Und er fand ihn. Ein erster Briefwechsel. Alexander teilte mit, dass seine Mutter an den Folgen der Haft schwer erkrankt und bereits 1966 im Alter von 41 Jahren gestorben war. Alexanders Vater antwortete und schickte eine Einladung. Herbst 1999. Nach 51 Jahren stehen sich Vater und Sohn gegenüber. Dann begegnet Alexander erstmalig der Biografie seines Erzeugers. Der Vater erzählt von seiner Zeit als Zwangsarbeiter in Deutschland, wie er Wachsoldat bei der Roten Armee wurde und schließlich Alexanders Mutter in Torgau begegnete. Ich wollte gerade die Zelle abschließen, schaute noch einmal nach, ob alles in Ordnung ist, und sie schaute mich so an. Ich fragte, warum schläfst du nicht? Sie, ich kann nicht. Warum nicht? Deinetwegen. Der Wachsoldat Brutschkowski fand Mittel und Wege, Alexanders Mutter zu besuchen. Auch dann noch, als ihre Liebesbeziehung bekannt und die Haftbedingungen verschärft wurden. Eine Geschichte, die sich nur das Leben ausdenkt und ein spätes Happy End, das neue Sichtweisen öffnet. Alexander Latozki hat inzwischen aus Moskau auch andere Post erhalten. Das Urteil über die Rehabilitierung seiner Mutter. Darin heißt es, es hat weder für die Anklage noch für die Verurteilung eine rechtliche Grundlage gegeben. Außerdem schickte der KGB einen dicken Brief. Er enthielt Fotos, die kurz nach der Verhaftung der Mutter von der Untersuchungsbehörde aufgenommen wurden, und persönliche Dokumente. Ein Notizbuch der Dolmetscherin Ursula Hoffmann und die Fahrkarte für den Zug, in dem sie verhaftet wurde. Für die ehemaligen Kinder des Speziallagers Sachsenhausen besteht die Vergangenheit immer noch aus vielen blinden Flecken. Bis heute enthält jede der Biografien ungeschlossene Lücken. Vieles ist nur Vermutung. Gewissheit gibt es kaum. Wer hat warum welche Krankheiten? Gab es Medikamentenmissbrauch in den Kinderheimen? Mit welchen offenen und verdeckten Schikanen mussten die entlassenen Mütter leben? Wie wär's denn, wenn wir die Stirnseite nehmen? Fragen über Fragen, für deren Beantwortung sich bis heute keine Organisation oder Behörde zuständig fühlt. Die Hoffnung, die sie benötigen, geben sich die Kinder von einst selbst. Wieder entstehen Gruppenfotos. Wieder sind sie ein Hilferuf. Diesmal an alle, die heute noch Aufschluss über ihre Lebenswege zwischen Gefängnis, Lager und Kinderheim geben können. Und allgemein ist immer noch der Eindruck, die Leute, alle Leute, die in den Speziallagern waren, haben irgendwas am Stecken, wie man so schön sagt, nicht? Irgendwas muss da gewesen sein, warum sie da gewesen sind. Das war auch eine Propagandataktik, die die DDR damals entwickelt hatte. Sie sagte, wer da drin ist, der hat irgendwas getan. Eines gibt es bei den ehemaligen Kindern von Sachsenhausen nicht. Die Forderung nach Vergeltung. Nach 50 Jahren, ich gehe mal davon aus, dass die Leute selber schon alt sind. Dass sie vielleicht auch ein Gewissen haben, jetzt wo sie älter sind und reifer sind, dass sie sich einfach Gedanken machen, und das dürfte eigentlich schon Strafe genug sein.
Es bringt mir keine Befriedigung, die jetzt im Gefängnis zu sehen oder vor Gericht zu sehen. Dann würde ich mir selber wieder einen Schuh anziehen. Und das möchte ich nicht. An uns Kindern, die es uns gab, es ist ja gerade die Gruppe, die die unschuldigsten von allen waren, die nicht belastet waren, gar nicht. Und dass man aber solche Kinder im Sinne, was ich danach alles recherchiert habe, muss ich doch sagen, gedemütigt hat zu dieser Zeit. Bis heute konnte die Zahl der Frauen, die in sowjetischen Speziallagern ein Kind zur Welt brachten, nicht genau ermittelt werden. Unbekannt ist auch die Zahl der Mütter und Säuglinge, die die Internierung nicht überlebt haben. Sie haben stellvertretend bezahlt für die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Ohne diese Schuld hätte es das Schicksal der Kinder von Sachsenhausen nicht gegeben. Die Überlebenden wünschen sich, dass die Hypothek, die bis heute auf ihrem Leben lastet, wahrgenommen und öffentlich anerkannt wird.